Meine Damen und Herren, die NATO-Doktrin sagt offiziell, wir dürfen die NATO-Soldaten auch außerhalb des Bündnisgebietes einsetzen, wenn der Nachschub unserer Ressourcen gefährdet ist. Das heißt, wir schützen nicht mehr das, was uns gehört. Wir schützen jetzt auch das, was wir gerne hätten. Wenn das der Führer noch erlebt hätte. Die Amis haben den Hussein zweimal angegriffen und zweimal locker besiegt. Sie erinnern sich an den ersten Krieg gegen Hussein 1991. Im Januar begann das Bombardement. Erstmal 4 Wochen lang Präzisionsbombardement. Die Amerikaner können ja heute aus 5 Kilometer Höhe mit chirurgischer Präzision, ja, die können mit chirurgischer Präzision aus 5 Kilometer Höhe, die können keine Maschinen bauen, die Zettel zählen können, aber die können aus 5 Kilometer Höhe.